Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder mein Teppo-Grill. Ja, ich wollte mal einfach so nach 6 Jahren mal wieder ein Video machen. Ich habe, wie gesagt, das erste Video, was ich mal veröffentlicht habe, ich verlinke euch das mal hier unten, habe ich vor 6 Jahren gedreht. Da habe ich den ganz frisch gehabt. Ihr seht ihn jetzt, er steht bei mir jetzt seit ca. 1,5 Jahren draußen. Darum ist er abgedeckt hier mit der originalen Teppo-Abdeckplane. Am besten, ich lege ihn mal frei. So, da ist das gute Stück. So, mal ein bisschen hier in den Schatten stellen. Ja, da ist das gute Stück. Wie gesagt, 6 Jahre alt, regelmäßig benutzt. Und ich wollte einfach nochmal so ein Video machen, jetzt so ein Fazit nach sechs. Nach sechs. Das ist jetzt hier auch ein bisschen blöd. So, nach 6 Jahren, die Sonne ist ein bisschen doll hier heute, weil das ist ja wirklich, glaube ich, so der Teppo Toronto, glaube ich, heißt das. Es gibt ja den normalen hier, das ist der normale, es gibt ja den auch in XXL, dann gibt es den ja in Baumärkten, diesen Eigenmarken hier, Mr. Gardena oder weiß ich, wie sie alle heißen. Aber wie gesagt, ich glaube, Teppo ist hier die Originalmarke. Und ja, ich weiß ungefähr so, glaube ich, 90 Leute in meinem Umfeld, die mit Holzkohle grillen, haben diesen Grill. Alle anderen haben, glaube ich, einen Weber Kugelgrill und sonst haben die meisten einfach diesen Grill, weil er einfach für 100 € unschlagbar ist. Muss man einfach mal sagen, vom Preis her kommt da eigentlich, ja, der ist jetzt nicht perfekt verarbeitet. Der hat auch, ich glaube, jeder hat irgendwelche Mängel, als er schon neu hatte. Und ja, was soll ich sagen? Der ist halt einfach, ja, ihr seht schon nach 6 Jahren, er sieht jetzt nicht mehr schick aus. Ich habe ihn, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal sauber gemacht. So mit so einem Kaltreiniger. Und ja, aber sonst bin ich immer noch zufrieden. Wie gesagt, man kann, wie gesagt, Basismodell kostet circa um die 100 €, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen teurer geworden, 120, 130, mal im Angebot auch mal unter 100 €. Man kann sich den dann noch ein bisschen pimpen. Ja, in dem anderen Video habe ich mir, ich habe ja die gusseisernen Rost mir geholt. Ja, den habe ich jetzt hier auch drauf und auch unten eine gusseiserne Platte. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher ran, dann gucken wir noch mal genauer. Ja, wie ihr sehen könnt, er sieht schon ein bisschen fertig aus. Er hat jetzt auch so ein bisschen die Farbe hier ein bisschen. Durch beim letzten Mal reinigen hat er so ein bisschen das angegriffen. Aber der sah, wie gesagt, nach 5 Jahren habe ich das erste Mal richtig sauber gemacht. Und ihr seht hier hinten das ganze Fett und so weiter, was da alles so drin ist. Das kriegt man ja auch gar nicht mehr so richtig sauber. Ja, also der sah schon schlimmer aus, auch unten die Wanne. Ja, wie gesagt, die gusseisernen Roste bin ich sehr zufrieden. Ja, hier sind noch die Grillkohlen vom letzten Mal grillen. Muss ich mal gucken, dass ich da. Wie gesagt, ich mache den jetzt immer sauber, bevor ich neu grille. Und dann ja, ist das okay. Ja, sonst hat er eigentlich noch, ist auch alles, wie gesagt, er hat auch ein paar Mal Wasser abbekommen. Ja, wasserdicht ist er auf gar keinen Fall. Also dann habt ihr hier diese ganze Auffangschale hier unten, die sind voll Wasser. Ja, das ist richtig ekelhaft. Wie gesagt, unten ist meine gusseiserne Platte. Ja, die hat ein bisschen Wasser gekriegt. Die benutze ich eigentlich eher sehr selten. Ja, und sonst ist der immer noch, wie gesagt, 6 Jahre alt, ist jetzt natürlich ein bisschen, er sieht benutzt aus, sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Es ist ein Grill. Ja, ich habe hier immer noch mein von Napoleon, so ein, wo man die hochnehmen kann hier. Zack, mal rüber hier. Zack, dann kann ich die rausnehmen. Nach unten, dann werde ich den jetzt ein bisschen sauber machen. Dann wird heute ein bisschen gegrillt hier. Ich mache heute aber nur für mich ein paar Steaks hier zum Mittag. Ich blende mal so ein paar Sachen ein hier. Mit der gusseisernen Platte, wie gesagt, kann man auch viel machen. Wie gesagt, ihr seht auch schon hier, das ist alles so ein bisschen krumm durch die Wärme und so weiter. Verzieht die sich sehr leicht. Diese Platte hier ist auch schon alles ein bisschen gammelig. Aber wie gesagt, 6 Jahre, ja, man muss überlegen, ja. Wie gesagt, man muss überlegen, 6 Jahre, so ein Grill, der 100 € kostet. Der hat wirklich seinen Dienst abgeliefert und der wurde auch sehr, sehr oft benutzt. Bei uns ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist er fast jedes Wochenende ein- bis zweimal wird er auf dem Ding gegrillt. Ja, ich war ja kurz davor, mir mal einen Gasgrill zu holen. War ich so ein bisschen hinterher, war ich richtig heiß drauf. Habe ich jetzt aber wieder, ganz ehrlich, habe ich wieder verworfen. Weil ich auch einige Leute kenne, die einen Gasgrill haben, die jetzt auch so sagen, Holzkohle ist doch ein bisschen was anderes wieder. Und wieder Bock haben auf Holzkohle und ich bin halt einfach ein Holzkohlegriller, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht wird es irgendwann mal ein anderer, mal ein besser, mit höherer Qualität, mal ein richtig guter, wenn der jetzt hier durch ist. Mal gucken. Aber jetzt bin ich erstmal noch sehr zufrieden. Also diesen Sommer wird er hier auf jeden Fall noch machen. Und ich glaube, der macht auch noch den nächsten Sommer. Aber mal schauen. Ja, jetzt grill ich mal ein bisschen, film das noch ein bisschen und ja, viel Spaß.
So Leute, das eine Stück ist fertig. Natürlich schön lecker Barbecue-Soße dazu. Es war jetzt einfach nur schnell irgendwas Gegrilltes. Es war jetzt nicht keine kulinarische Meisterleistung hier, ich weiß. Es ging eigentlich hauptsächlich um den Grill. Und wie gesagt, wollte ich einfach nur zeigen, dass er wirklich nach 6 Jahren immer noch top ist und gute Resultate liefert. Ja, für den Preis, wie gesagt, ich glaube, da hat er sich schon ganz schön gut gehalten, so könnte man sagen. Ja. Ich sage hier schon mal Prost. Ich werde jetzt hier mal probieren, hier, wie die Schuhsohle hier schmeckt. Nee, die ist richtig gut geworden, wenn ihr das noch sehen könnt hier. Ein bisschen Barbecue-Soße und der. Herrlich. Grillen ist doch was Geiles, oder? Auch heiß. Seid ihr mal ganz ehrlich. Also. Was sagt ihr zu dem Grill? Seid ihr auch so überzeugt von diesem Grill oder habt ihr ihn vielleicht auch? Wie lange hat er bei euch gehalten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.